Und damit herzlich willkommen, Leute, zu Let's Play DC Universe Online. Yo, heute mal wieder mit etwas körperlicher Nähe, um es mal so auszudrücken. Ja, begeb dich zum Ziel Gotham, um deine Mission fortzusetzen. Ihr seid jetzt gerade genau im Weg, das ist gerade mein Problem. Ihr müsst ja immer im Weg stehen eigentlich, das ist nicht gerade angenehm. Das solltet ihr auch mal wissen. Ja, nein, was war los, ja. Ist ja die extremste Woche gewesen. Ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal DC Universe Online gehabt, ein Video? Ja, letzter Sonntag könnte gut sein. Naja, nicht mal. Wahrscheinlich irgendwie vor ein paar Tagen. Also wir sollen jetzt das Archäologiegebäude finden. Lange nicht mehr aufgenommen, deswegen rede ich wieder ein bisschen verwirrt und durcheinander. Ja, und meine Partnerschaft wurde beendet. Tja, machst du nichts, sage ich mir. Ja, ich sag mal so, die hat sowieso nichts noch, hat momentan noch sowieso nicht so viel gebracht. Hä? Was laber ich eigentlich? Ja, also die hat momentan noch nicht so viel gebracht, das meine ich halt. Und nun, in 6 Monaten könnte ich wieder eine neue Partnerschaft beantragen. Kein Ding für einen King. Der Spruch ist jetzt gar nicht geklaut, nein. Ja, nein. Scheiß ich mal drauf, sage ich mal so. Wenn die es wirklich so mich schlimm finden, dass mal so 300 Leute oder so. Also ich hab's ja selber nicht mal, es war ja nicht absichtlich. Ich habe ja Copyright Infringement gehabt. Copyright Infringement. You know what I mean, Barry? Das war echt nicht Absicht. Sorry, YouTube. Nochmal persönlich. Das war nicht meine Absicht, euch da zu verletzen mit der Urheberrechte und so. Ihr hättet das Video auch einfach sperren können, hätte ich kein Problem mit gehabt. Dann lief es halt so, ist ja kein Ding jetzt. Und wenn das dann wirklich, wenn sie in 6 Monaten nochmal Stress machen, dann muss ich halt sagen, sorry Leute, neuer Channel und so, das werden wir. Aber momentan noch nicht. Ich denke, momentan ist es noch nicht vonnöten. Und jetzt habt ihr erstmal Videos ohne Werbung. Ist doch geil. Also, für euch gibt es eigentlich keine Schäden. Ich darf jetzt sogar Livestreams aufnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Alter, was ist das denn? Würdet ihr das wollen? Livestreams? Müsst ihr mal sagen. Schreibt es in die Kommentare. Nein, bloß nicht. Ich will keine Livestreams aufnehmen. Ich bin jetzt schon immer so verpeilt beim Aufnehmen. Alter, was ballert mich denn da die ganze Zeit ab? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich bin wunderhübsch, ich weiß. Ja, und diese YouTube-Livestreams, die sind auch nicht so schön, muss ich sagen. Da gibt es andere Anbieter, die ich bevorzuge. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen. So, wie komme ich jetzt hier rein? Das war jetzt gerade die Frage, nicht? Ja, das war die Frage. Schön, dass du dich an deine eigene Frage noch erinnerst. Finde ich auch. Hey, ich will hier rein. Die Magie der Frosts Barriere lässt nur die Seelenlosen hindurch. Wir müssen dich tarnen. Ich warne dich. Das wird kein Vergnügen. Das Universitätsdepot ist gefüllt mit Kandaki-Reliquien, die helfen könnten. Ja. Also Stufe 24, habt ihr gesehen, ja? Ups. Alter, was geht denn hier ab, ey? Greift ihr mich einfach so an und ich bin tot? Ist ja der Wahnsinn. Also ich rechne ja mit vielen Sachen, mit sowas. Haben wir noch einen Crafter-Punkt? Crafter-Punkt. Machen wir mal wieder Icon-Crafter. Du, der Hardscore hat uns ja letztens so schöne Sachen erklärt. Das ist ja der Wahnsinn. Erhöht die durch kritische Heilung regenerierte Menge an Gesundheit. 10% kritisches Heilungsmaß. Ausmaß. Erhöht die Chance. Ja, ich glaube, Heilung ist bei uns ein bisschen wichtiger. Erhöht die Schadenmenge. Verringert Schadenmenge, die du durch... Ah, auch nicht schlecht. Was ist das hier? Erhöht deine Chance, verborgene Feinde zu sehen. Okay. Nö. Also ich finde das hier ganz cool. Dieses verringert, ja. Genau, das mit dem... Und der Nase. Nehmbar. Und für 5 MacRips. So, ich hoffe, das ist jetzt hier nicht allzu weit weg. Das wäre nämlich richtig scheiße.
Ich weiß gar nicht, ab wie viel. Welche Stufe war denn die? Ach, scheiße. Ja, Steuerung ist natürlich super noch drin. Boah, Leute, ich habe gestern GTA 5 gespielt. Geil. Einfach mal geil. Und man darf auf YouTube noch keine Videos dazu hochladen. Das ist so ein bisschen. Aber ich mach's sowieso nicht, weil ich habe noch kein HDPVR. Was muss ich denn? Begib dich zum Universitätsdepot, um deine Mission fortzusetzen. Machen wir doch mal. LOL. Alter, was geht denn bei denen? Alter. Läuft bei euch, ja? Lass mich mal atmen, ja? Zerstöre die Seelenlosen im ersten Stock. Das ist voll scheiße mit der Kamera dort. Also das letzte Mal, dass ich mit dieser Kamera aufnehme. Am Ende der Woche sollte eine neue da sein. Die Canon 600D. Es gibt natürlich auch andere Spiegelreflexkameras. Aber keine, die so gut ist wie die Canon 600D. Doch, ja, es gibt auch andere. Jetzt werdet bitte hier nicht wieder... So, aber was ich eigentlich machen wollte. Uiuiui. Stufe 25, sagen sie, ja? Machen wir. Machen wir. Kein Ding. Klaro. Hey, kannst du mich hören? Ich stecke hier drin fest. Das ist eine reine Zombie-Apokalypse hier unten. Sie haben bereits ein paar Superhelden erledigt. Ich kann nicht hören. Ich werde diese Tür erst aufmachen, wenn diese Dinger da weg sind. Wie weg? Soll ich sie rausschicken? Ey Jungs, ich glaube, ihr seid rausgehen. Zuerst versohle ich dich, dann verputze ich dich. Ey, warum verputzt ihr mich? Schon eine Drecksau, oder? Alter, jetzt sollen wir die ganzen Viecher jetzt zerstören. Das ist ja so ein bisschen wie Zombie-Mode, Alter. Ich glaube, so lange tot. Ja. Bis du keinen Spaß mehr daran hast. Alter. Vor allem seelenlos, das erinnert mich so an den Zombie-Mode. Erzmagend. Du wirst mich niemals besiegen. Ich werde dich besiegen, doch wirst gleich sehen. Pass mal auf. Das wirst du büßen. Nö, glaube ich nicht. Also, kann gut sein, aber glaube ich eigentlich nicht. Kann nicht sein. Nee, glaube ich nicht. Ah, ich bin heute etwas weiter vom Mikrofon weg. Ich hoffe, ihr hört mich immer noch. Hallo, hören. Könnt ihr mich hören? Anscheinend schon. Wenn nicht, dann muss ich das Mikro halt lauter stellen. Habt ihr ein kleines Hintergrundrauschen. Oh. Kann ich den? Nein, schade. Warte, warte. So, jetzt. Bam, Junge. Bam, bam, bam. Was ist bei dir los da? Zuerst versohle ich dich, angelegt. Dann verputze ich dich. Mit der Stimme kommt es echt krank. Erst versohle ich dich und dann verputze ich dich, Baby. Nicht mehr ernst, oder? Oh, erst versohle ich dich. Und dann verputze ich dich. Okay, ja, ich habe mich wieder beruhigt. Geistig, mental denke ich, das wird hey, wieder was. Da sind Milliarden von diesen Dingern da unten. Das ist hoffentlich nicht zu viel für dich, oder? Lol. Eine Milliarde ist schon viel. Ich muss doch nicht die riesige Mumie angreifen, oder? Ah, die hat nichts drauf. Die kann nichts. Okay, die kann was. Denke ich. Das ist eine Mumie, Alter. Die hat da auch kein Hirn. Lol. Hat der gerade sein Mannequin nach mir geworfen? Was ist denn bei dem schief? Lol. Warum kann ich immer nicht angreifen, wenn ich gerade angreifen will? Combo Moves. Yo, Baby. Antikes Pergament. Dammit. Oh, scheiße. Unser Live sagt ja nicht gerade, mach weiter. Wie war das nochmal mit dem, kritische Heilung, ich brauche eine kritische Heilung. Das wäre jetzt hammergeil. Der kommt mit seiner Riesenmumie da nicht durch. warte mal kurz, ich hole mal kurz die Riesenmumie. Tot. Und mein Inventar schon wieder voll war. Was war das denn? Muss mal kurz hier. Ja, ab die Tonne damit kommen. Ich weiß, das sollte man eigentlich nicht machen.
Ja, im Stufe 24 sind wir. Ist ja schön eigentlich, wa? Hä, ich kann mich gerade ganz komisch bewegen nur. Ah, jetzt geht's wieder. Ich höre mir das mal kurz an. Dissertationsnotizen. Der falkenköpfige Kebesinnef starrt dich von der Oberseite dieses Gefäßes an. Als Schutzgott sorgt er für die Sicherheit der Toten auf ihrer Reise zurück von der anderen Seite. Ja, natürlich. Wir werden von oben angestarrt. Von dem Schutzgott, der uns schräg von oben ansieht. Ach nee. Ja, die sind ja kein Ding. Die seelenlosen, wie heißen sie? Lumpen und Punkler und wie nicht alle heißen halt. Boah, ich habe letztens Left 4 Dead LAN Party gezockt. Das bockt ja extrem, wa? Also wirklich, das ist ja so eine Sache. Zeit fürs die bockt mich. Ich muss hier gerade mal ein bisschen leiser machen. Ja, danke, 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 danke. Noch ein bisschen, ja, so, super. Aber dann verstehe ich die immer so schlecht. So, du wirst mich niemals besiegen. Das wird bei euch bestimmt nicht anders sein. Lol. Verstecken, würde ich sagen. Das kann ich gut. Ja, das kann ich gut. Ich weiß gar nicht, was daran eine Anspielung sein sollte. Hey, ich bin mal einhändig mit dem Teil rumgelaufen. Wow, like a boss. Like a boss. Like a boss. Ah, mein Shift ist irgendwie so verschoben gerade. Ja. Oh, diese Magenten, Alter. Die haben auch nicht mehr alle auf der Waffe, wa? Lol. Ich brauch Heilung. Keine Monster, Heilung. Oh. Bam, Junge, bam. Die Tür bleibt zu, bis du diese Dinger erledigt hast. Es sind schon jede Menge hier. Nein! Gefällt mir nicht. Oh. Ich glaube, dass wir diese Mission ausgewählt haben, ist keine gute Idee gewesen. Ja, Gotham betreten, das wäre jetzt voll eine gute Idee. Gotham. Oh geil, wir haben full life. Läuft. So, mal sehen, was die Erzmagenten davon halten. Geh sterben, du Pisser. Hey, haben gleich mehrere abbekommen, den Karton. Läuft. Hey, hat er wieder den Karton zurückgeworfen? Danke. Glaskugel. Ich brauche keine Glaskugel. Hä? Schon bei dem schief. Junge, ich wollte gerade gut machen. So, jetzt hier. Komm mal her, du seelenloser Lump. Du Lumpi. Yay. Dann nicht. Ach Mann, ihr versteht auch keinen Spaß. Mann, die ganzen F&E-Komponenten locker, die brauchen wir irgendwann mal alle. Wenn wir das Spiel verstehen. Aha. Die haben also genau gleich viel, dann kann ich den ja wegschmeißen. Jo, die haben wir eingesammelt? Achso, haben wir was Neues hier eingesammelt. Was war das? Hat leuchtender Bernstein. Verbrauchsartikel? Nein, danke! Achso, ja. Wir sollen uns natürlich das Spiel dreimal kaufen, bitte. Das ist kostenlos. Ja. Ah, ich finde, wenn man Stufe 30 zockt, sollte ich mir unbedingt Premium holen. Also nicht gleich Legenden oder so, aber Premium muss schon drin sein. Sobald wir Stufe 30 sind, hole ich mir das. Versprochen. Geil, wa? Und dann werden wir auch mal in die dritte Stadt gehen. Flash City oder... Was? Weiteres von Metropolis oder? Wie hieß die Stadt eigentlich? Das hatte ich ja letztens mit dem Harzgrupp besprochen. Du wirst mich niemals besiegen. Wo wir uns leicht uneinig waren. Glaube ich. Die Tür ist offen. Danke, dass du mir den Weg freigehalten hast. Kein Ding. Hey, denkst du, dass du mir einen Gefallen tun kannst, solange du noch hier bist? Nee. Eigentlich denke ich das nicht. Warum?